Ich weiß es nicht. War heute mal kurz auf meinen drei anderen Accounts unterwegs und seitdem kann ich nichts mehr schreiben, auch über Flüsternachrichten. Einmal wurde ich beim Versuch, mich woanders einzuloggen, zu so einem Einspruchportal weitergeleitet, da ich anscheinend gegen Richtlinien verstoßen habe. Ja, ich glaube, exzessives Multi-Accounting ist nicht so toll. Wird halt vielleicht mit einem Bot gleichgesetzt. Also wenn du Näheres weißt oder mal Infos von einem Support-Ticket hast oder so, lass es mich wissen. Wie komme ich da nochmal rauf? So, hier ist der NPC. Auf der Webseite stand was davon, dass es auch Sperrungen für nur so 1 bis 30 Tage gibt. Hoffentlich habe ich nur davon was abbekommen. Amy ist zu scheiße übel gerade. Das ist unnormal XD. Oh ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich habe gestern wegen der wegen Stuhlkreis Auszahlungen gecheckt. Und es kam nicht dort, also Auszahlungsstatus war, es wurde ausgezahlt, aber seit einer Woche ist kein Geld eingegangen. Und da habe ich auch erstmal Magenkrämpfe bekommen, aber das Geld war da. Es ist nur auf einem falschen PayPal-Account gelandet. Sieh mal einer an. Beeren. Und zwar die 3 Sorten, die ich mag. Aber, wir sind ja ganz zerdrückt und zerquetscht. Diese beim Transport beschädigten Beeren kann ich leider nicht annehmen. Ich mag nur frische. Die Jugend von heute. Kein Respekt für Beeren. Naja, wie schade. Ich werde dich nicht mit leeren Händen wegschicken. Schließlich hast du dir die Mühe gemacht, Beeren zu finden. Das allein zählt schon als ein Abenteuer. Hier, damit kannst du das Beste aus den Beeren machen. Pass auf dich auf. Eine Obstgartenverbesserung. Nice. Sau cool. Beerenstark. Definitiv. Oh, Daffodil krebst wieder irgendwo rum. Ich brauche Honig. Wo kriege ich Honig her? Aber bevor mir jetzt die Punkte ausgehen, sage ich erstmal gute Nacht euch allen. Versuche erstmal runterzukommen. Hoffentlich war es nicht das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, QWQ. Denke ich nicht. Also komm. Obstgartenverbesserung. Okay, ich muss über Francis Aufgaben lösen. So, warte mal. Obstgartenverbesserung. Obstgarten. Aluminiumbarren, Eichenbretter. Nice. Eichenbretter. So, wo fahren wir jetzt als nächstes hin? Ne, wir können jetzt mal nach Oxburg, nach Overburg wieder fahren. Wenn wir schon mal da sind. Eichenbretter sägen. Eichenbretter. Muss ich schnell sägen. Dusch.
Aluminiumbarren. Eine Ladung Aluminium macht man noch. Ah, sau cool. Noch ein Upgrade freigeschaltet. Das ist richtig mega. So, die Corn Dogs sind fertig. Nice. Da lachen ja die Hühner. So. Dann können wir noch einen Obstgarten aufwerten. Nehmen wir den da. Und den dann noch. Und dann machen wir noch einmal Aluminium. Das machen wir dann gleich. So, wo sind wir jetzt gelandet? Ach, sowieso in Overbrook. Jetzt muss ich mich Jackie stellen. Bevor ich zu Jackie gehe, fahre ich aber erstmal zu Daria hoch und schaue, wie es ihr geht. Perfekt, da kommt mein Aufzug. Er ist nämlich nicht oben drinne. Sie schläft. Kann ich dich wecken? Nee. Okay. Warum zum Teufel glotzt ihr mich alle an? Ha? Ich habe nichts Falsches getan, klar? Das war diese durchgeknallte Psychotante da oben. Sie hat mich angegriffen. Sie ist verrückt. Ich sage es ja schon jahrelang. Wir sollten einfach mit Pillen voll... Sollten sie einfach mit Pillen voll pumpen und fertig. Darauf habt ihr keine Antwort, was? Das dachte ich mir schon. Verdammte Loser. Was? Oh, du bist da. Wird aber auch Zeit. Und warum hat das so lange gedauert? Hast du unterwegs die Vögel und die hübschen Wölkchen bewundert? Ich hätte ja echt mal deine Hilfe brauchen können. Oh, du willst wissen, was passiert ist, nicht wahr? Das kann ich dir sagen. Du bist passiert. Ich hatte dir doch gesagt, dass sie labil ist. Ich hatte dir doch gesagt, dass wir sie in Ruhe lassen müssen. Aber nein, du wolltest das natürlich nicht den Profis überlassen. Das perfekte kleine Fräulein muss seine Nase einfach in die Angelegenheit anderer stecken. Sie war schon davor irre. Und dann glaubst du ihr, gibst du ihr auch nur dieses Psycho-Instrument? Aus Glas und scharfem Stahl hast du denn völlig den Verstand verloren? Jedenfalls, ja, ich gehe rein und versuche sie wegzunehmen. Und dann? Ist völlig egal! Bei diesem Job geht es nicht um dich, Stella. Es geht nicht darum, sich gut zu fühlen. Es geht um die Sicherheit. Es geht darum, uns vor diesen Idioten zu schützen. Und sie vor sich selbst zu schützen. Was? Mich beruhigen? Beruhig du dich doch mal! Dieses verdammte Krankenhaus, ich schwör's! Ich halt's nicht mehr aus! Aber wirklich, weißt du was? Nee, ich tu mir das nicht mehr an! Weil ich nämlich kündige! Ha, fahrt doch alle zur Hölle! Und dir noch viel Spaß dabei, dich um diese Trottel zu kümmern! Auf Nimmerwiedersehen, Mistkröte! Versuche erst gar nicht, mich anzurufen, ich werde nicht rangehen! Komm schnell! Ich habe alles gehört. Dieser Pfleger, Jackie. Er war schon immer unberechenbar, aber diesmal ist er zu weit gegangen. Die Lage hier draußen ist wirklich brenzlig. Er ist das Schlimmste, was dem Overbrook seit der Einführung von obligatorischen Nachtbrei passieren konnte. Ich kann nicht glauben, was er Daria angetan hat. Sie ist sonst immer so still. Sie ist eine Einzelgängerin. Sie hatte nur eine Sache. Ihre Musik. Und nun... Dafür hat sie gekämpft. Was für ein Schlamassel. Das Krankenhaus ist wirklich heruntergekommen.
Wir brauchen bessere Lebensbedingungen. Wir brauchen frisch zubereitete Mahlzeiten. Wir brauchen angemessene medizinische Versorgung. Wir sind hier, um geheilt zu werden, nicht vergessen oder misshandelt. Ich werde nicht darauf warten, dass die Belegschaft oder gar die Verwaltung etwas unternimmt. Ich werde mich eigenhändig darum kümmern. Aber dazu brauche ich Hilfe. Idealerweise von jemandem mit einem Schiff und guter Menschenkenntnis. Was hältst du davon? Keine Antwort nötig. Ich weiß einfach, dass du schon dabei bist. Also gut, fangen wir an. Hier hast du eine Liste mit möglichen Kandidaten. Du musst fähige Leute finden. Sowas darf sich nicht wiederholen. Ich verlasse mich auf dich. Okay. Musiki-Steinbruch, South Point Docks und Villa Magia. Oh, cool, zu Gwens Hütte müssen wir wieder. Bist du jetzt wach? Willkommen zurück. Nein. Die suchen immer noch die Katze. Ach, ich wollte das andere Outfit anziehen. Okay, wir müssen wieder ganz viel Bus fahren. Aber wenn ich jetzt schon mal hier bin... Ah, Francis! Dich brauche ich! Was brauchst du für Honig? Warte mal, hast du irgendeine Besorgung für mich? Oh, nice! Ich habe 5-mal Honig. Geil! Perfekt! Perfekt, perfekt, perfekt! Also... mir fehlen noch hier 2 Rezepte. Das heißt einmal... Moment. Wir sind hier beim Fleischeintopf. Das ist irgendwo... Wo ist denn der Kuchen in meiner Liste? Das Lokma. Honig und Mehl. Kochen. Honig und Mehl. Honig und Mehl. Ba-ba-da-ba-da-ba. Wer kommt denn da hier reingeradet? Ah! Internet, sei brav! Hallo, Party! Hallöchen! Schön, dass ihr da seid. Oh, Shoutout. Isimir, der hat Tränke gebraut. Mit der Leerung. Nee, das ist ja fürs Zurücksetzen. So, was haben wir noch? Wir können auch eine Bombe austauschen. Was haben wir aktuell drin? Und bevor du was sagst, Hofner, ich denke, du meinst die Blendbombe. Die meinst du wahrscheinlich. Ich werde jetzt aber eine Demeritium-Bomben reinpacken. Ich denke, das ist sinnvoll. Wieso habe ich eigentlich 15 Fackeln mit? Random Clip of Randomness. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Aber warum hast du 15 Fackeln dabei? Hallo? Internet! Hallo, Internet, bist du da? Hallo? Komm, sei mal ein liebes Internet und mach mal wieder mehr als 1200 Kilobit pro Sekunde. Komm schon, ich weiß, du kannst das. Es war ein anstrengender Tag, aber vielleicht die letzte halbe, dreiviertel Stunde noch. Na? Ja, so ist er feiner. Ist ein ganz feines Internet. Ja, voll. Super. So. Gen Zero war cool, die Devs haben in den letzten Jahren da ganz schön was draus gemacht. Erzähl mir mehr. Ich krieg's gerade gar nicht zusammen. Warte mal, was wollte ich jetzt bauen? Ich wollte. Zerbi, ich weiß, du wirst die. Warte mal, wie ging denn dein Voting aus? Du hattest Spiritfarer in deinem Voting oder war das jetzt Gen Zero das neue Spiel? Mehl. Mehl und. Ich bin gerade so ein bisschen wie Pete Glocke. Und Honig. So. Nice. Ich habe bald alle Rezepte gebaut. Ich brauche Aluminium. Und mit Francis muss ich, glaube ich... Warte mal. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass du hier warst und mal auf das Schiff geguckt hast, weil ich spiele es ja schon eine Weile. Aber willst du mal mein Schiff sehen? Gen Zero ist quasi ein DayZ-Style-Koop-Ego-Shooter im 80er Schweden, wo man als Teenager sich über eine Insel...
Gruppe und durch Roboterhorden ballert. Gen Zero war jetzt eine Ausnahme, weil Yashi Geburtstag. Ah, verstehe. Ich darf nicht, hab es noch nicht durch, versuche mich nicht zu spoilern. Ich spoilere dich nicht, aber ich guck, schau mal, ich zeig dir mein Schiff. Guck mal. Da stecken schon ein paar Stunden Spielzeit drinne. So, genug gesehen. Ja, ich mache jetzt auch gerade nur Sidequests. Oxbury, Overbrook, South Point, Docks, Villa Maggiore. Oxbury. Passt, den nehmen wir gleich mit. Ja, und ich weiß, du darfst nicht hingucken, aber wie gesagt, das sind alles Dinge, die du früher oder später auch im Spiel entdecken wirst. Ich hätte jetzt tatsächlich die Möglichkeit, das Spiel zu einem Ende zu bringen, aber ich habe noch Aufgaben zu erledigen. So, das ist Logma. Und jetzt gibt es noch die Candies. I got candies. So. Dann habe ich alle Rezepte gebaut, die ich bauen kann. Tada! Spitzenköchin. Achievement unlocked. Nice. So. Wo ist ein Bug? Bug! Ja, wo ist denn mein kleiner Bug? Buggylein! Ich höre es trampeln, ich weiß aber nicht wo. So, wir sind jetzt erstmal in Oxbury. In Oxbury muss ich mit dem Tomatensaftverkäufer reden. Genau. Dann haben wir das auch durch. Wo ist er denn? Da ist er ja. Da. Du bist wieder da. Oh Junge. Hatte mir kurz Sorgen gemacht. Dieser Blick in deinen Augen. Gut, dass ich mich getäuscht habe. Mein Geschäft hing von dir ab. Ich stecke immer noch in Schwierigkeiten wegen Limonadenfiasko. Hoffentlich hält dieser Tomatenwahnsinn weiter an. Schließlich wollen sich alle immer gesund ernähren. Nun, ich danke dir. Versprochen ist versprochen. Hier hast du ein bisschen was obendrauf. 9000 Limbs läuft. Okay, du bist bedient. So. Dann quatschen wir mit Buck und fahren Bosicki Steinbruch, South Point, Docks und Villa Maggiore. Bosicki Steinbruch, South Point, Docks. Internet! Komm schon, ins Internet sind mal wieder richtig. South Point Docks. South Point Docks, die sind glaube ich hier. Ambertown. Old Center. Warte mal, ah, das sind die South Point Docks und da ist der Old Central District. Ich glaube, ich muss dann beide hin. Im Old Central District muss ich auch was holen. Und zwar von Beverly, genau, die Folie einsammeln. Wo ist Buck? Ich glaube, Buck schläft jetzt. Oder? Stella! Du wirst es nicht glauben! Sie haben endlich das zweite Modul des Waffenhandbuchs berichtigt. Sie haben die Tabellen für kritische Treffer durch Gewandtheitswaffen hinzugefügt und die Kampfregeln eindeutiger gemacht. Ey, voll der Pen-and-Paper-Nerd. Gerade als ich bereit war, Krieg und Lindwürmer abzuschreiben. Weißt du, ich hatte wirklich befürchtet, dass es so laufen würde wie bei Edition 2,5. Ja, ich weiß. Ich sage es ganz offen. Weißt du noch, als sie das System zum Wirken von Zaubern modifiziert haben? Haha, als ob KNL ein Spiel für kleine Kinder wäre, so wie Source, so wie die Wiederbegegnung. Mit dem Trademark-Symbol dazu. Mann, selbst nach so vielen Jahren rege ich mich immer noch tierisch darüber auf. So, ich gebe dir
Oh, Musik ändert sich. Corn Dogs. So. Jerome und ich sind uns nicht immer einig, aber unsere Freundschaft fußt auf unserer gemeinsamen Liebe für Corn Dogs. Und dann brauchst du noch Popcorn. Popcorn, Popcorn. Nein, das ist Frühstücksbrei. Das ist kein Popcorn. Hab's doch gemacht. Muss es nur finden. Yashi, wie war dein Cockstream? Ich habe ein bisschen reingelurkt. Ich hoffe, das Ergebnis war wundertastisch. So. Bayern wird nicht aus den Schwärmen herauskommen. Juhu, Stella, du hast alles. Verdammt, tut mir leid. Bei dem Fürsten von Vaeron. Die Vorratskammer unserer Gefährten ist nun randvoll mit ergötzlichem Proviant. Kommandantin, der Sieg wird nicht nur auf dem Schlachtfeld errungen, sondern auch in der Küche. Lass uns nun flink und unverzagt zum bescheidenen Dörfchen Nordweiler aufbrechen. Die Silberkompanie kann ihre Ungeduld kaum noch zügeln. Die Mauern der Schenke zum Nacktmulbären werden auf ewig die Erinnerungen unserer Versammlung in sich tragen. Gib den Befehl. Das Schicksal ruft. Ich will das Event eigentlich gar nicht starten. Ich will eigentlich jetzt direkt weiterfahren. Nein. Bitte fahren Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Der Stream war gut. Ich habe wieder super viel durcheinander gebracht. Glücklicherweise ist mir niemand böse. Wie kann man dir böse sein? Also ganz ehrlich. Ich glaube, ich würde es nie auf die Kette kriegen, mich dahin zu stellen und so toll zu kochen. Meine Kochskills sind, glaube ich, auf Stufe 2. Nein, vielleicht auf Stufe 3. Und deine sind so auf Stufe 12. Eigentlich muss ich die ganzen Sachen gar nicht mal abbauen. Aber ich mache es, weil ich es kann. Das mit diesem Raid-Leader-Fenster irritiert mich. Kann man das irgendwie ausschalten? Weiß da jemand, was er sich mit Twitch auskennt? Oh. Mir waren Leute schon böse, weil ich immer so zerstreut bin. Beim Streamen oder allgemein? Also, ich meine, wen es stört, was du tust, er muss dir ja nicht zusehen. Das sage ich mir auch immer. Ich mache mein Zeug, weil ich Bock drauf habe. Und wenn es jemanden langweilt, dann kann er zu einem anderen Streamer gehen. Ich mache die Spiele für mich, weil ich Bock drauf habe und ich nehme euch halt mit auf diese Reise. Kannst du abschalten mit den Markierungen unter Chat? Dankeschön. Muss ich dann mal machen, bei Gelegenheit. Du kriegst mal ein Möhrchen. So allgemein durchs ganze Leben durch. Ach, ich finde ein bisschen, ich finde so Zerstreutheit eigentlich ziemlich cute. Ich bin da auch so total zerstreut. Ich habe mir extra für die Arbeit, weil immer mir ganz viele, weil ich bin ja stellvertretende Leitung, mir sagen immer so zwischen Tür und Angel und überall, wo ich stehe, sage ich hier so, hey, Andi, ich habe noch das und das und das und das. Ich kann mir das nicht alles merken. Ich habe mir jetzt extra ein Notizbuch gekauft. Also so ein kleines Notizbuch so in Smartphone-Größe, dass ich dann anstatt meines Smartphones halt mit mir rumschleife, weil in der Arbeit ist es im Fach. Und da schreibe ich halt alles rein. Ich habe halt schon immer eine ADHS-Symptomatik. Mein Großer ist glücklicherweise diagnostiziert. Ja, das macht ganz viel aus. So, wo bin ich jetzt? South Point Docks, glaube ich. South Point Docks, oder? Ich bin, glaube ich, an die South Point gefahren. Ja. An den South Point brauche ich mit dem Vorarbeiter zu sprechen.